Ja, andere Tiroler können auch gut singen und wir kommen zu einem ganz anderen Genre jetzt. Mein nächster Gast ist allerdings zuerst einmal durch was ganz anderes aufgefallen. 2003 hat er am Kulm gewonnen mit 208,5 Metern das Springen und jetzt ist er mit eigenem Band unterwegs und will quasi den Sprung ins Musikgeschäft wagen. Die Weltcup-Saison 2002-2003 war die erfolgreichste in Florian Liegls Karriere. Am 1. Februar 2003 schaffte er auf dem Kulm mit einem Satz über 208,5 Meter seinen einzigen Sieg im Weltcup. Immerhin konnte der Tiroler den Gesamtweltcup als Fünfter beenden. Dann ist es nicht mehr so gut gelaufen. 2007 hat er seine Springerkarriere endgültig beendet. Heute arbeitet er als Stützpunkttrainer in Innsbruck für den ÖSV. Und nebenbei versucht er sich mit seiner Band Super Pursuit Mode als Gitarrist und Sänger. Und hier ist der Florian Liegl. Begrüß dich herzlich. Hallo. Die Musik, ganz interessant, das wäre jetzt gar nicht auf die Idee kommen, dass das aus Österreich kommt. Das ist immer ein komisches Prädikat. Aber kommen wir doch zuerst einmal zum Skifliegen. Das ist natürlich einmal. Also ich habe in Bischofshofen gedreht heuer. Also die Logistik der Schanze, haben wir das angeschaut, bin am Zitterbalken gesessen und auf der Sprungschanze selber. Was geht da in einem vor? Ich habe gedacht, wieso macht man sowas? Wieso macht man das? Die Frage stelle ich mir beim Boomspringer oder beim Bungee-Jumpen genauso. Also es ist, das fängt man mit in jungen Jahren an und man gewöhnt sich daran. Die Chancen werden immer größer, es geht immer Step by Step voran und sozusagen Angst spielt da nicht mehr wirklich eine Rolle. Sehr also gesunder Respekt. Also man ist es einfach gewohnt. Ja. Aber das erste Mal so eine Großschanze, so wie Kulm oder was, das ist dann... immer der erste Schritt auf die nächstgrößere Schanze ist schon... Ja. Da ist es schon ein mulmiges Gefühl, aber man gewöhnt sich schnell dran. Wie gesagt, über 208 Meter, 208,5 bist du damals gesprungen, den ersten Platz. Und irgendwie hat man aber dann nichts mehr gehört, der Skispringer von dir. Ja, das ist relativ schnell gegangen bei mir. Wie man sieht, vielleicht heutzutage auch schon im Fernsehen, wie man es in den Medien ein bisschen mitkriegt, verändert sich relativ viel in dieser Sportart. Es werden jedes Jahr neue Regeln aufgestellt. Und ich war damals eigentlich der größte Skispringer von der Körpergröße her. Und es sind dann einfach neue Materialregelungen gekommen, die mir das Ganze erschwert haben. Und dann geht es ganz schnell, dass man dann durchgereicht wird. Und für mich war es einfach dann irgendwann so, dass ich keine Chance mehr hatte. Ja, und die Größe und das Gewicht ist natürlich auch nicht so förderlich. Genau. Ne? Es ist, wenn man Andi Goldberger anschaut zum Beispiel, halt so oder Morgenstern. Eben, wenn man es vergleicht jetzt mit mir, muss man natürlich schon dann dementsprechend schauen, dass man dann noch fliegen kann. Und es wurde halt dann immer schwerer für mich und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann irgendwann das... Du bist aber jetzt als Trainer noch immer aktiv, das heißt, du unterstützt die Newcomer. Welche Namen zum Beispiel? Im Moment ist ein gewisser Verschanzendonessiger, ein Herr Leutzl, bei mir auch in der Gruppe. Also es ist mir, im Moment bin ich sozusagen in der zweiten Liga tätig, da ist er eh schon, in der zweiten Liga tätig und wir schauen, dass natürlich die Springer nach oben in den Weltcup bringen und genauso auch die sich individuell vorbereiten wollen, auch natürlich unterstützen, dass sie dann wieder ganz vorne dabei sein können. Sehr gut, sehr gut. Auch mit der Helmkamera warst du, die Mattenspringen, ist das ja ganz was anderes, oder? Es ist, eigentlich ist es sogar sicherer wie im Winter, weil man die Skien nirgendwo stecken bleiben kann. Aber du passierst vielleicht mehr weh, wenn man fliegt. Aber das nicht wirklich, nicht. Aber... Auch mit der Helmkamera warst du für den ORF immer wieder unterwegs. Bischofshofen habe ich schon erwähnt. Schauen wir uns einmal die Bilder an. Ich habe gesagt, ich habe nur den Zitterbalken gesehen. Und da ist wichtig. Da kommentierst doch live dazu. Bei sich bleiben. Ich habe es versucht. Aber wie man merkt, ist es dann relativ schwierig, da in der Luft zu sprechen. Herr Goldberger kann ein Lied davon singen. Da muss man schön den Ski lassen. Ja, also wenn man das anschaut, das ist irre. Und jetzt? Jetzt geht nichts mehr. Und da geht es dann richtig runter. Er sieht mein Fernsehen auch gar nicht so, gell? Ja. Das war gut, ja. Auf jeden Fall, jetzt hat sie die Musik angetan und weiß Gott, keine Tiroler Musik, sondern sehr international. Ja, Musik angetan, das hat es mir eigentlich schon immer. Ich war immer sehr gern, habe mich sehr gern mit Musik beschäftigt und damals in meinen aktiven Jahren habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen und Zufall habe ich mich dann, das sieht man nicht, habe dann. Freunde getroffen, die es mir gleich getan haben und dann haben wir die Band Super Pursuit Mode gegründet und haben dann gleich angefangen
Konzerte zu spielen. Jetzt in Kufstein am Wochenende, das große Open Air. Ja, sieht man ja, Kufstein Unlimited haben wir jetzt. Haben wir noch gedreht, da kommt die nächsten gespielt. Tage auch noch was. Super Pursuit Mode, super Verfolgungsmodus, das, ich bin ja schon ein bisschen älter als du. 80er Jahre, da gab es den Kids, das Auto, der hatte so einen super Verfolgungsmodus. Ist der Name da ein bisschen abgeleitet? Der ist zu 100% davon abgeleitet. Man suchte immer einen sehr innovativen Bandnamen und wir haben damals gerätselt, was zu uns passen könnte und von der Musikrichtung her. Und dann ist dieser Name gefallen und dann haben wir beschlossen, ja, das ist es. Ist zwar schwierig zum Aussprechen und schwierig zum Buchstabieren, aber das macht es ja aus. Florian Liegl, vielen Dank, dass du da warst. Toi, 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 Super Pursuit Mode, die neue Band. Der Vincent Hörtnagel, mit dem beschäftigen wir uns morgen, der ehemalige Gewichtheber. Werden sich wundern, was der jetzt macht. Elisabeth Engstler wird das Geheimnis lüften. Morgen, jetzt geht's weiter mit Concreto und Claudia Reiterer. Einen schönen, heißen Sommerabend wünsche ich Ihnen.